und wir erwarten das 15er Feld wieder zum ersten Mal in der Südkurve, ganz enge. Und vorbei ist der ganze Pulk und ich habe die 64, den Stefan Bischof hier mit der besten Ausgangsposition gesehen. Aber ihm im Nacken sitzt schon Markus Rups. Das waren hier die beiden besten Starter. Also die Frage Richtung Nordkurve, Matthias, Stefan Bischof aus Anruf in der 64er Zone. Da wollen wir mal schauen, das geht jetzt mal nicht so. Stefan Bischof in führender Position, dann die 65, Danny Fraß. Danny Fraß hat sich auf die zweite Position geschoben und dritter ist der Engländer Rob Hies auf Platz 4, die 74, Markus Rups etwas zurückgefallen. Also der große Favorit, Danny Fraß in lauer Position, ganz vorne auf die 74, Stefan Bischof. Zielkurve, die ja ringsherum jetzt Startkurve ist. Also Danny Fraß, der ist hier unwiderstehlich an die Spitze gezogen. Dann Stefan Bischof noch auf Platz 2, die 71 Ron Ries von der Hinkel auf Platz 3. Gesamtsieger an diesen zwei Tagen in der Quad-Klasse.
Die Quads verabschieden sich für 2015.